Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Elden Ring ist das Spiel, das wir heute zocken. Ich habe mir tatsächlich gerade mal so ein paar Nudeln gesnackt. Und während wir so ein bisschen miteinander quatschen, habe ich ja vorhin angekündigt, heute gibt es ein bisschen was zu essen. Nudeln mit Pesto. Und wir werden, es tut mir leid, wenn ihr nicht mögt, wie ich esse, habe ich dafür großes Verständnis. Aber es lässt sich nicht vermeiden, weil die Alternative ist, dass ich jetzt den Stream beende. Und das ist ja auch Quatsch. Das wollen wir ja alle nicht. Meal of the Tarnished. Ja, das hier ist die Karte. Die können wir mal eben ein bisschen größer machen. So. So sieht das gerade aus. Da befinden wir uns. Und dieser rote Punkt da ganz rechts im Osten, das ist dieses neue Questziel. 24 Stunden Stream Incoming. Ja, warum nicht? Wenn Nils isst, backe ich mir jetzt einen Kuchen parallel. Finde ich eine nachvollziehbare Entscheidung. Ich hätte auch Lust auf Kuchen. Zum Nachtisch. Sekunde. So. Kuchen geht immer. Ja, ich hätte Bock auf so einen richtigen klitschigen, so einen richtig feuchten, klitschigen Schokoladenkuchen. Und darauf hätte ich Bock. Oder wisst ihr, was ich auch liebe als Nachtisch? Ganz simpel. Einfach diese Schokopuddings mit Sahne oben drauf. Das sind die besten. Aber habe ich jetzt alles nicht. Nur ein paar Nudeln. Nein, nicht. Wie viel Speicher braucht das Spiel eigentlich? Fragt Ultimate Fistlord. Nicht so viel, überraschend wenig. Ich glaube sogar unter 40 GB. Wenn mich nicht alles täuscht. 47 GB. Also es ist im Vergleich mit Call of Duty, Cyberpunk, whatever. Wenig. Meine Bolo braucht noch 2 Stunden. Oh, du machst dir so eine richtige Bolo, die so richtig lange kocht und dann so mega lecker ist. The Rebel schreibt das. Oh. Oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich bewundere alle Leute, die Geduld haben, wirklich so lange zu kochen, irgendwas vorzubereiten und das dann in 10 Minuten aufzuessen. Große Bewunderung. Bolognese unter 6 Stunden ist nichts, ja. Ja. Oder auch so richtig. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Im Grunde. Nee, Chili wollte ich sagen, genau. So richtig lang gekochtes Chili. Ist ja auch so, ne? Also je länger Chili kocht, desto besser. Berufskoch am Start. Ja. Nudeln sind ja echt so eine fettige, schmierige Angelegenheit. Schwein am Spieß etwa 10 Stunden. Wir haben mal, und das passt natürlich jetzt sehr gut zu dem, was ich auch gestern erzählt habe, aber das ist ewig her, auf einer Hochzeit, und auf einem Junggesellenabschied, von irgendwem ist ewig her, da haben die so ein Schwein aufgestellt, und den konnte man irgendwie buchen oder so, und der hatte dann so einen riesen Ofen, und da während des gesamten Tages drehte sich dieses Schwein in diesem Ofen, und irgendwann am Ende
Haben wir es dann gegessen. Wie viel Kilokalorien isst du am Tag? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Das habe ich noch nie gezählt. Als gelernter Koch habe ich mir heute McDonald's gegönnt, sagt Kuba. Nee, Kubos. Ich war neulich mal, ich war bestimmt gefühlt 20 Jahre nicht bei McDonald's. Aber bei mir auf dem Weg zur Arbeit ist ein McDonald's auf der Strecke. Und wir haben neulich mal, das war mein Geburtstag, glaube ich. Da haben wir noch zusammengesessen, Eddie, Buddy, Simon und ich. Im Büro. Dann sind wir irgendwann nach Hause gefahren und Buddy und ich müssen eh in eine ähnliche Richtung. Habe ich ihn mitgenommen und dann sind wir natürlich, haben uns nachts um 4 oder was, ja, oder wann, um 4 machen die zu oder um 3:30, sind wir noch zu McDonald's, zu McDrive gefahren und haben da einfach noch irgendwie Maggis gegessen. Ich habe es wirklich gefühlt 20 Jahre nicht gemacht. Und es ist, war ganz nett, war eine ganz nette Erfahrung. Mehr so für das Socializing, aber auch für das Gefühl mal wieder so. Früher habe ich das häufiger gemacht. Und dann schön, richtig schön mit Milkshake und so. Naja. Privileg vom schnellen Stoffwechsel. Was? Dass ich keine Kalorien zähle? Ich weiß nicht, ob ich einen schnellen Stoffwechsel habe. Hast du Dying Lights schon ausprobiert? Und wenn ja, wie fandest du? Das habe ich leider noch nicht gemacht. Wollte ich auch machen. Milkshake und Brain Freeze. Der Witz ist, ich habe in meinem Leben noch nie einen Brain Freeze gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Ich kann auch sehr gut drauf verzichten. Aber ich habe keine Ahnung. Alle sagen mal Brain Freeze. Das ist, mein Gehirn ist nicht dazu in der Lage zu freezen. Keine Ahnung. Es gibt so ein paar Sachen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach nicht kann. Ich kann zum Beispiel auch nicht ein Auge zumachen. Also dieses, ich kann nicht so zwinkern oder so. Kann ich nicht. Das bedeutet, eigentlich hätte mich damals, als ich mit 18 oder so gemustert wurde, weiß nicht mehr, wie alt ich war, 18, da hätte ich einfach sagen müssen, ey, ich bin nicht in der Lage, eine Waffe abzufeuern. Es sei denn, ihr gebt mir eine Augenklappe. Weil ich kann nicht ein Auge zukneifen, ohne das andere auch zuzumachen. Also, das sind so kleine Defekte, ne? Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Brain Freeze, wenn man das nicht bekommen kann, ob das ein Defekt ist. Vielleicht ist es auch so ein Auswahlkriterium. Vielleicht kommt irgendwann eine Art, so eine Art Hogwarts-Abgeordneter und gibt einem einen Milkshake. Und nur die Leute, die keinen Brain Freeze kriegen, sind eingeladen nach Hogwarts. Wäre ich dabei. Sofort T5, ja. Im Nachhinein wirklich, oder? Wenn ich das gesagt hätte, wäre ich dann ausgemustert worden? Hätte mich mal interessiert. Bist ja schon mit Brille T2, eben. Dir wird eh beigebracht mit beiden Augen offen, echt? Wirklich? Geh mal zum Neurologen, nee. Ich habe neulich was von euch gelernt, tatsächlich. Und zwar habe ich immer schon, weiß gar nicht, wann das anfing, immer schon, so ein Phänomen, habe ich neulich mal mit euch drüber gesprochen, dass ich manchmal aus dem Nichts heraus so 20 Mal hintereinander niesen muss. Und ich wusste nie, woran das liegt. Und ich dachte mal, ist das irgendeine Form von Staub, Milben, Allergie, irgendwas, was mir in die Nase kommt oder so. Das hatte ich dann irgendwie einmal im Monat oder sowas. Oder einmal alle 2 Monate.
Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und irgendwann hat irgendwer von euch mal erzählt, das hat was mit den Augen zu tun tatsächlich. Weil der irgendwie, weil der Sehnerv oder was, der führt hier irgendwo lang. Und der ist verbunden mit dem Nasennerv, irgend sowas. Und wenn das Licht irgendwie auf eine komische Art und Weise in die Augen kommt, dann reizt das irgendwie diesen Nerv und dadurch muss man niesen, irgend so ein Shit. Und ich dachte erst, ihr wollt mich veralbern. Stellt sich raus, es stimmt. Photischer Niesreflex heißt das, genau. Zack. Und da hatte ich meine Erklärung. Vielleicht gibt es das ja auch mit meinen Augen. Dass man irgendwie so ein. Vielleicht gibt es ja auch einen medizinischen Befund, weshalb man nicht nur ein Auge zumachen kann. Vielleicht gibt es da ja auch eine Lösung für. Übrigens, sorry fürs Essen. Ist kein guter Anblick, ich weiß. Aber Leute treffen sich auch im Restaurant, um miteinander zu quatschen, um miteinander zu essen. Das ist auch in Ordnung. Heute Abend gibt es ein Ersatzprogramm auf Rocket Beans. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Die Warhammer-Veranstaltung wurde abgesagt. Und stattdessen zocken, ich glaube, Dennis, Martin und Gregor auch eine Runde Elden Ring. Und machen vorab auch noch einen schönen Talk, weil die auch richtig viel Ingame-Zeit schon haben. Also wenn ihr da später mal vorbeischauen wollt, dann tut das gerne. Ohne dass ich euch loswerden will natürlich. Aber ich bin auch gleich fertig hier mit Essen. Dann zocken wir weiter. Und dann nehmen wir mal diese wundersame Höhle oder was es ist in Angriff, die uns hier dieser seltsame Rittersmann auf die Karte gesetzt hat. Mal gucken, was uns da erwartet. Pommes mit Mayo. Pommes mit Mayo auf jeden Fall. Mayo ist das Beste. Ich bin Mayo-Fan. Pommes mit Senf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trüffel-Mayo hatte ich neulich. Und so, neulich war ich in so einem Burgerladen. Und da haben die mir Trüffel-Mayonnaise gegeben. Kann man gut machen. Warum gibt es keinen Death-Counter? Ja, weil ich einfach nicht sterbe. Weil ich einfach mega gut bin. Wann gibt es den Elden Ring Knallhart durchgenommen mit Tini und mir? Oder nur mit Tini? Keine Ahnung, also ich glaube nie. Weil wir müssen ja erst noch mit Dark Souls fertig werden. Mit uns beiden. Ja, wir müssen erstmal mit Dark Souls fertig werden, natürlich, ist ja klar. Und dann. Es kann noch eine Weile dauern. Dark Souls 3, oder? Ich weiß nicht, so wie wir vorankommen, fühlt sich das an. Der Podcast, den wird es noch ein bisschen länger geben. Wie mundet Elden Ring denn bis jetzt? Ich finde es wirklich super. Es macht total Spaß, einfach durch die Gegend zu laufen, zu entdecken. Das Kämpfen fühlt sich super an, flüssig. Man entdeckt auf der Welt, so man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, oh, es ist total schlauchig, linear oder irgendwie so, sondern es ist alles offen, die Welt steht mir offen. Ich finde es super. Auch so diese Kleinigkeiten, ja, habe ich eben schon erzählt, das Pferd, was man sich sammeln kann oder was dieser Hirsch, was das ist, dass der einem direkt unter den Popo spawnt und nicht irgendwie angelaufen kommt, dann muss man da hin und dann erst rauf und so. Was sind so Kleinigkeiten? Ich bin sehr zufrieden bislang. Und ich glaube, ich bin ja noch ganz, ganz am Anfang.
Ganz, ganz am Anfang. Und gleich müssen wir natürlich noch diesen Reiter machen. Beim ersten Bonfire ist ja dieser Reiter. Den holen wir jetzt gleich nochmal ab, oder? Mhm. Fotoecke zieht mit am Montag mit seiner Freundin zusammen. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Ey, moin, ey, was geht? Sagt Hateful Rank 86. Kommt Dortmund heute weiter? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe keine Ahnung, wie. Wenn sie, da müssen sie schon einiges ändern. So. Die letzten Nudeln finden ihren Weg. Und dann reiten wir weiter. Frisch gestärkt. Das wird super. Steigt HSV dies Jahr auf? Keine Ahnung. HSV macht aber Spaß. Das ist das Wichtigste. Was interessiert mich das, ob es erste oder zweite Liga ist, solange ich da Spaß habe? Und mit dem HSV habe ich eine Menge Spaß, muss ich sagen, tatsächlich momentan. So. Letzte, vorletzte Ladung. Und dann geht's hier weiter. Ja, das war's. Also die Main Quest, du hast völlig recht. Wo stelle ich den Teller hin? Hier. Wo die Ratten ihn nicht finden. Der Weg zur Main Quest ist hier, denke ich, angezeigt durch diese Feuer, was auch immer. Es gibt so eine Rick and Morty Folge, Staffel 5, Folge 5 oder sowas, weiß ich nicht mehr. Und da gibt es ganz viele von so Leuten, die sehen so aus wie der. Wenn ihr die Folge gesehen habt, dann wisst ihr jetzt genau, was ich meine. Da müssen wir natürlich auch gleich hin, weil das ist natürlich die Hauptquest. Und ich bin hier schon wieder in meinem alten Magellanschen Entdeckerwahn. Bin ich schon wieder ganz tief in den Osten vorgedrungen. Dabei sollte ich ja langsam mal der Hauptquest folgen. Wahrscheinlich werden dann auch wieder irgendwelche Features freigeschaltet oder so. Aber ich bin einfach so ein Typ, ich galoppiere einfach gerne durch die Gegend. Aber wir können ja mal gucken, wenn wir hier hinreisen, wir können ja mal jetzt ein bisschen Hauptquest machen. Das ist auch eine gute Idee. Machen wir das mal zuerst. Und wir stehen ja direkt an einem Feuerchen hier. So. Und dann reisen wir dahin. Okay, Freunde. So, wie kann ich jetzt hier eigentlich reisen? Was soll das eigentlich für eine Taste sein da? So, das heißt, wenn ich da sitze, dann reise ich jetzt mal. Wir machen es immer hier. Wir reisen mal hier hin. So, jetzt machen wir mal die Hauptstory. Gucken wir mal rein. So. Wo ist das jetzt? Eigentlich müsste das doch dieser Weg sein, oder? Ne, der Weg ist falsch. Okay, war das ein bisschen verwirrend jetzt? Ja. Ist das nicht die Hauptquest? Warum zeigt die hier so nach links?
Oder was bedeutet das? Oder ist das etwa gar nicht der Hauptquestreiter? Also hier ist ja ein Weg, aber da ist eine Mauer. Warum zeigt die denn da hin? Naja, vielleicht muss ich dann doch hier so lang. Dann müsste ich hier aber rauf. Das ist ja dieses Aquädukt. Warte mal. Diese Brücke ist ja kaputt. Da kommen wieder irgendwelche Kämpfer. Na, ich gehe mal den Weg hier lang. Schleichen wie McSchleichenstein. Habe ich nicht gesehen, nö. Was für Loserwachen, oder? Dass man so einfach an denen vorbeischleichen kann. Da wäre ich jetzt aber als König, wäre ich ganz schön sauer. Oh, was ist das? Das ist so ein Mistkäfer. Oh, geil. Die füllen mir wahrscheinlich wieder irgendwelche Flasks auf, oder? Aber ich brauche das gar nicht. Ich werde beschossen. Irgendjemand hat mich gesehen. Ich schleiche mich zu ihm. Au. Ah, du Arschgesicht. Ach, der lebt noch. Oh, Okay, ich dachte, ich bin tot. Stellte sich raus, ich lebte noch. Okay, das war dumm. Der Typ mit dem Horn. Das ist der Verräter. Steak of America? Ist hier einer in der Nähe? Fand ich nicht in Ordnung jetzt? Okay, hier sind wir. Der rollt da weg. Ich weiß nicht, der füllt mir, glaube ich, die Flasks auf. Oder hat der andere Sachen? Ach, ich renne ihm jetzt hinterher. Ich will es einfach wissen. Ich warte nicht drauf. Okay. Ah, der hat mich also gelockt, ja. Verstehe. Bist also ein Arschloch. Okay. Na gut. Dann räume ich jetzt hier mal auf. Ah, der hat mich schon wieder gesehen. Wo ist hier der mit dem Horn? Der muss als erstes weg. Der. Ich glaube, das war der mit dem Horn. Nein, nein, lauf! Oh, dann hauen wir erstmal ab. Oh. Oh, möglicherweise. Habe ich gerade ein Problem? Aber vielleicht doch nicht. Wir werden sehen. Möglicherweise hast du ein Problem, mein Freund. Okay. Ah, Luftduell. So. Guck mal, der hat schon die Suche aufgegeben. Okay, das ist wieder so einer. Den habe ich schon mal Bekanntschaft gemacht. Boah, du hast doch gestunt. Au. Dann holen wir uns jetzt mal den nächsten. Wie hast du mich gesehen?
Der Archer da hinten ist sehr aufmerksam. Vielleicht, ja, der schiebt mich, aber der ist so dumm und warnt seinen Freund nicht, weshalb sein Freund jetzt auch tot ist. Oh geil, ich habe ein neues Schild, Brass Shield, das gucken wir uns gleich an. Das vereint wirklich so viele Elemente, ne? Dieses Schleichen von Sekiro. Da ist das am ehesten noch. Aber aus jedem Spiel irgendwie hat man das Gefühl, sind Einflüsse erkennbar. So, hier irgendwas so eine Balliste, die auf mich gefeuert hat. Hier, das ist eine Balliste, aber holla. Lol. Mann, wieso hat der Dings nicht funktioniert? Ah, wieder. Hey, der lebt ja noch! Ah, okay. Das war scheiße von dir. Na, komm her. Naja, okay. Das ist keine gute Taktik. Gegen die ist eigentlich ein Schild auch ganz gut. Glaube ich. Um die erstmal mit dem Speer einmal abzublocken. Ey, da kommt eine Jubelpose. Mal schauen, was jetzt mit der Balliste ist. Da ist schon mal der Weg frei. Kann ich die abschießen? Nö. Schade. Die haben von all dem hier nichts mitbekommen. Soll mir recht sein. Der hatte eh nichts mehr. Sehr gut. Haben wir hier auch aufgeräumt. Und hier liegt noch irgendwas Mushroom-mäßiges. Und wo ist dieser Totenkopf, den ich gerade gesehen habe? Da oben. Die haben auch immer schöne Sachen. Entschuldigen Sie. Ah. Golden Rune. Wir haben jetzt schon diverse Seelenchecks oder Runenchecks, die wir irgendwann einlösen können. Da warte ich aber noch. Wieder so ein Adler da. Und das müsste dann jetzt tatsächlich die Burg sein, in der die Hauptquest uns sehen möchte. Können wir die zerstören? Nee, ne? Oh, warte mal. Nee. Schade. Oh, hier sind auch einige Blutspuren. Führt es hier wieder zu einem Boss? Ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür habe ich hier zu viele Leute platt gemacht. Ah, hier, nice. Ah, vielleicht kann ich direkt nochmal Level snacken. Oh, 113. Na, das ist doch ein guter Moment, um einmal auszuprobieren, was mir meine Seelenchecks hier bringen. Ich habe 10 kleine. 200. Oh, warte mal, das ist ja ganz schön viel. Da habe ich ja noch 9 Stück habe ich ja davon noch. 1800 wären allein das. Also da kann ich ja schon durch die Checks auf jeden Fall ein Level up machen. Was passiert, wenn ich auf Strength? Gar nichts. Okay. Aber der skaliert doch auch auf Strength, das Schwert. Seltsam. So, jetzt schauen wir mal.
Oh, was ist hier los? Boah. Hier wurde ja richtig gekämpft. Also die sind dann irgendwann schon mal in den Innenhof hier eingedrungen. Boah, es ist eine prächtige Burg. Alter Schwede. Diese goldfarbenen Verzierungen. Da oben die Krähen. Die kommen natürlich immer, wenn es hier irgendwie was zu holen gibt nach dem Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld, nach der Schlacht. Uiuiui. Oh, Zwischensequenz. Foul tarnished. In search. Emboldened by the flame of ambition. Könnte ein Endboss sein. Benimmt sich wie einer. Muss man sagen. Someone must extinguish thy flame. Nope. Da kann ich dir ja nicht. Was soll das? Komm mal ein Stück zu mir, bitte. Ich habe jetzt keinen Bock, an der Kante zu kämpfen. Okay. Sehr schnell. Okay. Okay. Er hat eine gewisse Geschwindigkeit. Okay. Nein! Oh, okay, das war's. Okay, den hole ich mir jetzt. Der ist sehr schnell. Und ich mache ehrlich gesagt auch nicht so viel Schaden. Aber das ist egal. Ich liebe Herausforderungen. Okay. Eieieiei. Na komm. Wo sind meine Seelen eigentlich da? Okay. Oh, jetzt schmeißt er wieder die Dinger an. Ah. Zwei, okay, muss ich mir merken. Da falle ich doch runter. Ich will nicht am Abgrund kämpfen. Bin ich am Abgrund? Komm mal ein bisschen weg. Es ist scheiße von dir. Was soll ich denn da am Abgrund? Da falle ich runter. Jetzt komm zu mir. Du kannst auch mal ein Stück mir entgegenkommen. Ich hab nichts mehr zum Snacken. Scheiße. Ich hab keine Heiltränke mehr. Jetzt muss ich perfekt sein. Komm zu mir, Baby. Oh,
Okay, wir kriegen ihn. Es wird mit jedem Mal ein bisschen besser. Mit jedem Mal ein bisschen besser. Zu schwach für den, sagst du, Robo the Bob? Du weißt, was das bei mir auslöst, ne? Dir ist völlig klar, dass das bei mir eine Trotzreaktion auslöst, die dafür sorgt, dass ich jetzt so lange gegen diesen Typen anrenne, bis ich ihn da hab, wo ich ihn haben will. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Aber wir können tatsächlich einmal nochmal ein paar Seelen, obwohl, warte mal, 1000. Die müsste ja eigentlich besser sein, oder? Oh, das wird knapp. Oh, shoot, warte mal. Oh, hey, wer bist du denn? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. Ja, auf jeden Fall. It seems my worries were unfounded. Natürlich. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Oh, go to. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Aber ich wollte eigentlich noch kämpfen, aber okay, dann komme ich kurz mit. Ich komme aber gleich hier wieder her. Junge Holdemaid, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wow, das ist der Roundtable? Wow, Roundtable Hold. The Roundtable Hold is a place where tarnished gather, guided by grace. Combat is prohibited on the premise due to a pact of non-aggression. This rule is in effect when the Roundtable icon is displayed. The Roundtable Hold is located outside of this world. It can only be reached through sites of grace. Can also be accessed by using the map to travel. Okay. Und was ist das für ein Ort? Das ist ja fantastisch. Hört ihr die Geräusche im Hintergrund? Ist irgendwie noch ein Speisesaal. Hi. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay. Dann mache ich das. So. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place. Newcomer. Dich merke ich mir, du bist auf der Liste der. There's nothing left to say. Be at your leisure. Hier sind die ganzen Waffen. Ne? Hier wird ja nicht gekämpft, alle haben ihre Waffen abgelegt. Wir haben wahrscheinlich alle ursprünglichen Teilnehmer dieses Roundtables haben ihre Waffe in den Tisch gerammt. Als Zeichen der Einigkeit und als Zeichen der Friedfertigkeit. Und da sieht man, kann man mal gucken, wer hat hier gesessen. Also das ist ein großes Zweihänder, alles große Zweihänderschwerter. Mit einer Ausnahme, neben den ganzen großen Zweihändern, befindet sich hier diese Axt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der ein ganz besonderer Typ war. Okay. Das ist vermutlich einfach ein ganz normales Bonfire hier. Oh, ein neuer Herr. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone.
If you find her, please be sure to tell me. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie Robb Stark. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. Ja. She's been my companion since childhood. Oh. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Okay. Wow. Ach, hier darf man kämpfen, ja? Das ist eine Zweikampfarena. Okay. Verstehe. Also hier wird nicht gekämpft. Oh, was ist, wer bist du? Du bist es! Deine Geschichte will ich hören. Hello again. Hello again. You haven't gone to see Garank yet, have you? Nein, nein, nein. Well, no rush. You do as you please. Just as long as he doesn't starve to death, eh? Was ist deine Geschichte? Erzähl mal. Go to Garank only if you feel the time is right. Killing those who live in death and weeding their death root. Na gut. Is a path not to be trod without. Entschuldigung, das hast du eben schon gesagt, okay. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Ja. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Dankeschön. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Immer. So, das kann ich alles wahrscheinlich nicht nutzen, weil das, glaube ich, so Melee-Kämpfe sind. Ich denke, das bringt mir alles nichts. Kann ich auch nicht anwenden, kann ich mir auch nicht leisten. Oh, aber sowas wäre geil. Heals a small amount of HP. Das wäre gut. Heals HP for self and nearby allies. Nee, das brauche ich nicht. Nur für mich selbst. Das hätte ich ganz gerne, glaube ich. Urgent Heal. Aber was sind denn die Voraussetzungen? Faith 8. Faith habe ich 8. Ja, das ist ja praktisch. Dann will ich das haben. Elevates Poison Buildup and Cures Poison. Auch nicht schlecht. Increases Magic Damage. Fire Damage brauchen wir nicht. Produces a shockwave that pushes away foes. Momentarily sparks flame from hand. Throws ball of raging fire. Ich hätte gern sowas wie ignites your katana with burning flame of desire that hurts your enemies deep in their heart as the passion of the sword stings deep into their soul. Sowas hätte ich gerne. So einen Zauber haben sie nicht. Aber dieses Urgent Heal, das kaufe ich mir jetzt. May the Golden Order shine through you. Das machen wir so. Aber bevor ich das mache, schaue ich mal, was es hier noch für freundliche Damen und Herren gibt. Da wird es vermutlich rausgehen. Hier sollte mal jemand wieder aufräumen. Ah, ein Schmied! Hey, Schmiedmann! Hi! You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Let's get smithing! Geil. Ashes of War? With the Ashes of War menu, you can use Ashes of War to grant skills and affinities to your armaments at Sites of Grace. An armament can only have one skill. Any skill it previously had will be lost. By adding an affinity, you can alter an armament's attack, affinity, boost, attribute, scaling and more. An armament's type determines what skills and affinities it can have. Some special armaments cannot be granted new skills or affinities using Ashes of War. Freunde. So. Stark. Also, Ashes of War. Was kann denn hier welche Katana? Uchi Katana? Select an Ash of War to apply. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich nicht? Strengthen.
About the chains on your legs. Ja, das fragen wir ihn gleich. Also, guck mal hier. Wir können mit den Smithing Stones, die wir zum Glück schon so ein bisschen gesammelt haben, unsere Waffe jetzt hier mal upgraden. Ich bin bislang echt zufrieden mit dem Katana. Es macht Spaß. Und deswegen grante ich dir mal ein Upgrade. Uchi Katana. Plus 1. Mit 372 Mark kann ich ihm noch eins geben, noch ein weiteres Level geben. Das mache ich gleich auch. About the chains on your legs. The chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying smithing for you fools. That's all there is to it. Krass. Ein Untoter. Auf Ewigkeit hier festgekettet. No, Zamri too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Krasser Typ. Okay, ich werde mir noch, was hatte ich jetzt gesagt? 400, ne, kostete das? Ja, ungefähr. Wir haben 90. Fast 472 waren das. Ah, ah, zwei. Ja, ich möchte meinen Uchi Katana nochmal upgraden. Starke Leistung für meine Uchi Katana. Jetzt auf Rang 2. Okay, jetzt brauche ich wieder 6 Smithing Stones. Ich weiß nicht, ob ich die auch kaufen kann. Ich die ja nicht, aber gut. Tschüssikowski. Ja, das war doch super. Das hat sich doch richtig gelohnt. Okay, das hier ist also ein bisschen das Hub wahrscheinlich, ne? Da geht's irgendwo hin. Wie bei Nachrichten. Oh, wo geht's hier hin? Das sind, ehrlich gesagt, sind mir das zu viele Quatschnachrichten. Die ganzen Leute, die heute alle angefangen haben, die sind alle so aufgeregt, dass sie überall ihre Nachrichten hinpumpen. Das nervt ein bisschen. Treasure chest ahead. Was? Ich will da durch. Darf ich noch nicht. Dieses Gebiet ist mir noch nicht vergönnt. Befürchte ich. Stimmt, ihr habt völlig recht. Das neue Schild hatte ich ganz vergessen. Ihr habt völlig recht. Ich habe immer noch dieses Red Thorn Shield. Ach, kann ich nicht kaufen. 16 brauche ich dafür auf Strength. Und dafür auch. Wiegt natürlich auch viel mehr. Hat aber 100 Physical. Und natürlich auch viel mehr. Ja, das ist schon gut. Ich brauche noch 4 auf Strength, um so ein Schild tragen zu können. Hat das noch irgendwelche anderen? Warte mal. On the larger side, for medium-sized shield, the face has been covered in brass, commonly employed in the shattering. No skill. This armament has no skill. If the armament in the other hand has a skill, that skill will be used instead. Ich kann viele verschiedene Dialekte. Die meisten davon gibt's nicht. Smithen. What needs smithen? Was haben wir denn hier? Da darf ich wieder nicht durch. Could this be a door? Ja, aber ich vermutlich muss ich ein bisschen noch weiterkommen in der Story. Um mir all diese wunderbaren neuen Räumlichkeiten zu erschließen.
Hallo, liebe Frau. Du hast mich hierher gebracht. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Doch nicht, du bist Fia, du bist ein anderes. Circumstances have compelled my stay at the round table hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly. Ja, selbstverständlich. Perhaps you might share with me some of your lively vigor. Natürlich. And your stout-heartedness. Ich setze mich gerne auf ihr Bett. Grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Okay. Do you think it vulgar, perhaps? Nope. Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Hey, was geschieht jetzt für... Was passiert jetzt? Nimmt sie den Helm ab? Ach, so wie der andere... Very warm. So wie der andere Prinz. Dieser Typ, der andere Ritter, der hat doch die gleiche Geste, der hält doch auf die gleiche Art und Weise, hält er die Frau an seiner Rüstung. Das heißt, das hängt irgendwie miteinander zusammen. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Okay. Die Frage ist, was ist das? Ist das, habe ich das im Inventory? Da. Uses FP to temporarily boost poise. Ah. Favor bestowed by Deathbed Companion. Protection of a hidden temple in the guise of a bedchamber. The favor allows one to forget any aches and pains. In death there is only peace. For in death there can be no sensation. Hm. Ah ja, okay. Das heißt, das muss ich dann auch quasi equippen, ne? Ja. Das hier kann ich eigentlich mal wegmachen. Das nutze ich gerade für den Moment ja eh nicht. Wow, okay. I am pleased to see you again. Ich bin nicht weg gewesen. Would you like me to hold you once more? Nee, danke. Blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Na gut. Na gut, komm! Komm mal, meine Brust, komm! Einmal geht noch. Einmal geht noch. Einfach, weil ich hab's genossen. Einmal noch, komm. Nimm mich noch einmal in den Arm. You are so very warm. Ah, talking secret? I was known as a deathbed companion. Where I come from. After I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. Das haben wir im Intro gesehen. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace. And chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Klasse. Okay, sie ist die Frau aus dem Intro, die wir mit dieser kümmerlich ausgesaugten, verdörrten alten Leiche gesehen haben. Und jetzt wissen wir auch, was sie macht. Sie ist ein Deathbed Companion, also sie legt sich in das Sterbebett irgendwelcher Männer und gibt ihnen auf diese Art und Weise, ja, zum einen sicherlich Trost, zum anderen aber irgendwie auch die Möglichkeit, wieder ins Leben zurückzukommen. Das ist offensichtlich ihr Purpose, so wurde sie erschaffen, das ist ihr Zweck. Und das macht sie offensichtlich auch sehr gerne. Sie beschwert sich nicht über ihr Leben, wie hier sich niemand zu beschweren scheint. Auch nicht der in Fesseln liegende Schmied.
Und es scheint mir tatsächlich so ein bisschen das zu sein, was bei Dark Souls 3 auch eben dieser Nexus ist, ne? Die Bibliothek. Oh, wer bist du? Hi. What do you need? Ach, der. I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the Two Fingers. Once the wisdom of the Two Fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the Round Table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. Mm-hmm. We've spoken long enough. Okay. I have matters to attend to. Okay, ich auch. Ich bin nur freundlich. Aber der hat einen wunderbaren Raum hier, Bibliothek, viele Bücher. Er scheint sehr beschäftigt zu sein. Er nimmt die Sache hier sehr ernst. Und ist ein bisschen abgefuckt von den ganzen Leuten. Hier ist der Baum, den wir vorhin gesehen haben. Die hier nur reinkommen und das, glaube ich, das Prinzip dieses Ortes nicht mehr so richtig wertzuschätzen. Bisschen im Gegensatz zu mir, der zum Beispiel die Primes von Tilion und Saska 42 sowie Cloudy Rum sehr zu wertschätzen weiß. Vielen Dank. Außerdem, ich glaube, Paradeschein und Paradeschein. Bastelicious. Hatten wir euch schon. Ronsens 530. Da ganz unten waren wir schon. Und ein Happy Train kommt. Herzlich willkommen, lieber Happy Train. Bobcat cheert mit 100 Bits. Ich glaube, das ist was Gutes. Chuchu, wer bist denn du? Nee, nicht Read Message. What do you want? Okay. Mehr hast du nicht zu sagen, oder was? Der sieht. Wie sieht der aus? Ist das eine Frau oder ein Mann? Weird. Oh, ah, Verzeihung! Ich räume das später wieder auf. Oh, wer seid ihr? Purchase of a Rebel Bearing. Was ist das? Grants the blessing of an equipped great rune. Ah, Svenja Babalisi Baba. Was ist denn das für ein fantastischer Name? Vielen Dank für dein Abonnement. Auch schon im vierten Monat. Rune Arc. Grants the blessing of an equipped great rune upon use. Verstehe ich das richtig? Ist das so eine Art. Ist es auch wie bei diese Geldsäckchen bei Sekiro, dass man sein Geld, also dass man sich quasi für 10% Zusatzkosten oder so seine Seelen in so Schecks umwandeln lassen kann? Oder was ist das hier? A Shard of the Shattered Elden Ring grants the blessing of an equipped great rune upon use. Grants the blessing of an equipped great rune upon use. Even if no great rune is equipped, it will slightly increase maximum HP upon use. It is said that the lower arc of the Elden Ring receives its bounty, and this is a shard of one such arc. Item for online play, okay. Das ist. Okay, for summoning, increase memory slots, ja. Das sind diese Dinger, okay, da kann ich mir eh noch nichts von leisten. Was ist das für ein Medaillon? Host Tricks Mirror. Take on appearance of a cooperator. Okay, das ist natürlich ein bisschen hinterlistig. Naja, okay. Aber was ist Offer a Bell Bearing? No Bell Bearing to Offer. Okay, ist das auch eine Art Covenant oder sowas?
Wir werden es herausfinden. Diese Tür wird verschlossen sein. So ist es. Okay, damit habe ich, glaube ich, bis auf hier links, da kommt, glaube ich, noch ein Raum, sonst habe ich hier alles gesehen, meine ich. Warte mal. Genau, er war hier und gab es nicht noch eine Abzweigung oder habe ich jetzt alle gesehen? Hier oben kann ich ja nur runter gucken. Genau, das ist die Zweikampfarena wahrscheinlich. Ne? Direkt unter mir müsste ja auch ein Tor sein. Ach so, da muss man, kann man das vielleicht sogar runterspringen. Aber ich will ja gar nicht kämpfen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da runterspringe, muss ich kämpfen. Aber das war ja gar nicht meine Absicht. Und hier sieht man das nochmal. Die Art und Weise, was ich eben gerade sagte, so wie diese Dame mich, diese Sterbebett-Helferin, mich da gerade in den Arm genommen hat, so sieht das hier tatsächlich auch aus. Auf die Art und Weise, guck mal, das ist, jetzt kann man das sich richtig schön angucken. Also eine silberne Hand oben auf seiner linken Brust und dann die goldene, die von unten kommt und die silberne umfasst. Und die untere Silberhand seine, das ist seine Schwerthand, die hält ihr jetzt die Augen zu. Sie soll das nicht sehen. Okay, das ist faszinierend. Der hat bestimmt eine coole Story irgendwie noch. So, ich habe jetzt nicht genug Geld, um mir noch diesen Zauber dazu kaufen. Das ist aber auch nicht so schlimm. One Up, auch dir vielen Dank für dein Abo, auch schon im dritten Monat. Und Fresh Ducks ist auch mit Prime dabei. Und Rob Gin cheert mit 510 Bits. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, was das so zu bedeuten hat. Aber es klingt nach etwas, was sehr gut ist. Mit Seelenpoppen hättest du genug, glaube ich. Ja, was hatte ich gesagt? Was kostete das? 1000? Wir können ja nochmal gucken. Wir haben 7. 1400 Mark. Ja, du hast recht, es könnte tatsächlich klappen. 1400 Mark. Und ich meinte, das kostete 1000, ne? Furthest I can happily spend. Jetzt. Heals a small amount of HP. May the golden order shine through you. Dankeschön. Ich komme aber auch gleich wieder. Ich gehe nur eben zur Bank. Versprochen. Da. Machen wir das mal. Kaufen wir uns den Spaß mal. Entschuldigung, keine Zeit. So, aber jetzt will ich aber auch wo kann ich denn, ja, das muss doch hier dann gehen, oder nicht? Wie funktioniert, ah, da ist er. Ja, da ist er. Okay, stark. Da ist er. Kann ich jetzt aber nicht machen? Okay. Na, mal gucken. Dann haben wir das auch hinzubekommen. Dann gehen wir nochmal hier oben zu dieser Tür. Führt die hinaus einfach nur, oder? The door is blocked shut. Naja, dann würde ich vorschlagen. Achso, warte mal. Habe ich eigentlich seine Frau gefunden? Nee, ne? Das war ja doch nicht die auf dem Deathbed, oder? Nee, Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Okay. So, dann können wir doch wahrscheinlich Table of Lost Grace. Ah ja, okay, da kann ich jederzeit hoffentlich zurück. Und was war das letzte? Castlewood Tunnel. So, ja Leute, jetzt werden wir wieder kämpfen. Rob Gin schenkt ein Abo an Ohne Van und Aber. Vielen Dank, Rob Gin. Ich hoffe, du freust dich sehr, Ohne Van und Aber, über dieses Geschenk. Ah, ich hätte den Typ nochmal ansprechen, meinst du? Okay, was wir jetzt machen ist, wir kämpfen jetzt gegen diese dumme Sau da und hauen den einfach mal um. Bosskampf!
Traverse the Mist. So, mein Lieber, ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Okay, der ging an dich, der Austausch. Arschgeige. Oh, okay, wenn er den macht, schnell, Okowski. Ah, ich war. Hör doch mal. Auf. Ja. Okay, das war jetzt noch nicht so gut, aber wir kommen noch. Ich kann mich nicht heilen. Ich brauche einen Stab dafür oder sowas, ne? Dann können wir ja, mein Freund. Wir sind noch nicht fertig hier. Ah, oh, zu früh. Das Timing war nicht perfekt. Da hatte ich eh nichts mehr zum Heilen, aber wir kriegen ihn. Wir kommen da hin. Am Anfang habe ich die Flasks zu sehr verschwendet. Ich mag auch, die Ladezeiten sind auch okay. Kann man noch mitleben, finde ich. Und schön dicht am Boss dran, ne? Das liebe ich ja auch, dass man hier nicht diese unnützen Wege gehen muss. So, können wir mal lieber jetzt aber. Au, okay, das war unangenehm. Den mag ich noch nicht so gerne. Oh, ja, Baum gefällt, ist klar. Ist klar, mein Lieber. Okay. Dieser letzte unnötige Schlag. Aber ich sollte nicht, ich werde das nicht mehr machen. Wenn er in diese Ecke springt, wo ich keine Manövriermöglichkeiten habe, weil er am Abgrund steht, dann werde ich da einfach auf ihn warten. Dann laufe ich nicht mehr zu ihm hin. Dann soll er doch kommen, weil das ist zu eng da. So, mein Lieber, komm her. Ah, der ist aber so schnell. Ja, okay, das mache ich jedes Mal falsch. Ah, okay, das war scheiße.
Okay. Ja, 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 und jetzt kommt... Und so unnötig, dieser letzte Schlag noch. Wir holen ihn uns heute noch. Der ist sehr stark, ist wahrscheinlich jetzt... recht früh vielleicht auch noch. Aber Leute. Wir holen die Sau. Komm, Homie. Ah, dieser Handkantenschlag. Und dann dieser lang... Ja, ja, das ist genau der. Da muss man einfach abhauen. Nein, doch nicht jetzt, wenn ich mich heile. Ach. Das war mega dumm. Ne, da gehe ich nicht mit dir hin. Kannst du mal schön zu mir kommen. Ob man seinen Schwanz vielleicht irgendwie abtrennen kann. Oh, ich bin doch weg. Okay. Wir kommen dahin. Wir geben nicht auf, wir stecken nicht auf, Hashtag. Ich bleibe. Für den Moment. Das ist die erste etwas größere Herausforderung des Spiels. Aber wir stellen uns diesen Herausforderungen. Es macht auch Spaß. Der Weg ist so schön kurz. Konnte ich gar nicht reagieren, da hat er sich nicht rechtzeitig aufgestellt. Okay, das ging schnell, also er verzeiht nicht so viel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel mehr Schaden ich zweihändig mache. Das ist ja auch unterschiedlich, ne? Ich meine, in Dark Souls 1 macht man... Hallo, ich will da durch. Zweihändig mehr Schaden als zum Beispiel bei Dark Souls 3 ist der Unterschied zwischen einhändig und zweihändig nicht so groß. Vielleicht täusche ich mich auch, wo habe ich hier irgendwo gelesen bei euch in den Comments... Dass du jetzt dreimal oder so sogar, das ist scheiße. Ja, das ist dieser Schnelle, ne?
komme nicht zu dir. Zu dicht an der Kante. Ah, das wusste ich. Ja, das. Schwierig. Was? Was ist für eine Reichweite auf einmal? Schwede, was bist du? Natürlich! Hast du eine Phase 2? Okay! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Eieieiei! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der nochmal so eine krasse zweite Attacke hat. Aber ich bin immerhin in die zweite Phase gekommen. Oh Mann, ey. Darf der das? Einfach Thors Hammer geklaut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der das darf. Scheiße. Egal. Mach ich nochmal. Oh damn, 1337. Danke dir auch für dein Prime. Ah, ah. Ich weiß nicht, ob der ins Bleeden gebracht werden kann. Katana hat ja Bleeding-Schaden. So. Das war nicht gut. Bap, na mein Freund. Homing, ne? Ja, das war nix. Da habe ich nicht gut gespielt. Und Pastal 2K17. Auch dir danke für dein Prime. Ich würde sagen, komm, wir probieren noch ein, zwei Mal. Und wir haben ja noch diesen Reiterboss, den am ersten Bonfire, den wollte ich auch gerne noch machen. Und der ist halt schon sehr stark hier. Das muss man schon sagen. Aber ich bin ja immer gerne bereit, so es mit ihm aufzunehmen. Alter, wie? Natürlich hast du. Ja, ist klar. Okay. Mann, du nerviger alter Typ, ey. Ja, flache Rückhand. Kannst du. Nee, nee. Kannst du mal schön vergessen, ey. Ja. Das ist der Schnelle, ne? Nichts passiert. Da beginne ich immer in den Exchange, das ist dumm. Natürlich hast du zu.
27 Attacken nacheinander. Ich hole auch noch so einen Hammer raus. Achso. Ja, und noch ein goldenes Sonnenschwert! Natürlich! Natürlich hast du das! Natürlich hast du das alles noch im Petto! Einfach ein Hammer des Lichts und Schwert des Lichts und wilde Umdrehung. Na gut, mein Freund. Na gut.